Ja, vielen Dank für die Organisatoren, für die Einladung, die Möglichkeit, hier sprechen zu können, und an alle Vortragenden, die schon geredet haben oder die noch reden, für die vielen interessanten Beiträge. Es ist doch wirklich schön, immer was Neues dazu zu lernen. Vorausschicken möchte ich und mich dafür entschuldigen, dass ich mit meinem Beitrag den zeitlichen Rahmen der Tagung überschreite, hoffentlich nicht den meiner Redezeit, da die Entwicklung, über die ich hier kurz berichten will, erst nach 1960 begann. Ich hoffe aber, Sie sind ebenso interessant, finden Sie ebenso interessant wie ich und sind am Ende auch überzeugt, dass mit dieser kleinen Kugel hier eine Veränderung in der Bürowelt ermöglicht, wenn auch nicht wirklich dann realisiert wurde, die nicht nur über das hinausweisen dürfte, was wir bisher zum Büro in seiner historischen Entwicklung und soziologischen Struktur gehört haben, sondern eigentlich noch heute im Zeitalter elektronischer Textverarbeitung und des theoretisch papierlosen Büros sowie der weltweiten Vernetzung und gleichzeitigen Arbeit an Dokumenten über Kontinente hinweg ein bisher nicht ausgeschöpftes Potenzial birgt. Also um diese Kugel wird es im Folgenden gehen. Ich reiche sie ihm einfach rum. Und um Ihren Schöpfer, nee, das ist mein Laptop und hier geht's weiter. Fritz Haller, Solothurner Architekten, der vor einem Jahr hier in Bern leider verstorben ist und dessen Werk zeichnet sich im Rahmen eines abgeschlossenen, für mich abgeschlossenen Projekts an der ETH erarbeiten durfte. Das ist jetzt im Druck. An der ETH befinden sich im Archiv des Instituts für Geschichte und Theorie der Architektur eben der Nachlass Fritz Hallers. Und wenn ich in den letzten Jahren anderen gegenüber erwähnt habe, dass ich mich mit Fritz Haller beschäftige, dann wusste in der Regel niemand, wer eigentlich gemeint ist, wer das ist. Wenn man dann aber sagt, dass es sich um den Designer des Möbelsystems handelt mit dieser Stahlkugel und den Stahlrohren, dass sich hier sogar in seinem Namen irgendwie wiederfindet, dann weiß eigentlich jeder sofort, damit etwas anzufangen. Kein Wunder, denn schließlich findet sich das System in der Schweiz, zumindest fast in jedem besseren Geschäft, also von der Bank natürlich, über den Optiker bis zum Schuhgeschäft in Einsiedeln und in jedem Büro mit Besucherverkehr, das irgendwie Solidität präsentieren soll. In Deutschland kennt man es vor allen Dingen als Ausstattung, soweit ich das überblicke, in Arztpraxen und Anwaltskanzleien, zum Beispiel im Hintergrund von Fernsehserien, selbst die Mittagssoaps, die meine Mutter guckt, da sitzen die Ärzte oder die Anwälte in Büros mit USM-Möbeln im Hintergrund. Haller wurde 1928 in Solothurn geboren, als Sohn eines Architekten, sein Vater hieß Bruno. Er besuchte eine Berufsschule und ging anschließend 1948 zur Sammlung von Auslandserfahrungen in den Niederlanden. Aber kaum war er dort angekommen, erreichte ihn nach wenigen Monaten die Nachricht, dass sein Beitrag im Wettbewerb für ein Schulhaus der Gemeinde Bux bei Aarau mit dem ersten Preis ausgezeichnet und zur Ausführung bestimmt worden war. Er ging also wieder zurück in die Schweiz und entwarf bereits für dieses Schulgebäude auch Möbel. Die sehen noch nicht sehr außergewöhnlich aus, aber sie lassen zumindest schon eine Tendenz zu einer recht klaren, einfachen Struktur und einer Einfügung in so ein Raumraster erahnen. Nachdem er gemeinsam mit seinem Vater vor allem bei kleineren Umbauprojekten, Erweiterungen und so weiter gearbeitet hatte, steuerte er 1955 unter anderem die Möbelentwürfe für das Haus des mit ihm befreundeten Architekten Hans Zaug bei. Das ist diese Möbel hier. So. Zwei andere Fotos. Zaug gehörte wie Haller und Franz Fürck und noch einige andere zu einer Gruppe, für die später der meines Erachtens nicht sehr gelungene Name Solothurner Schule geprägt wurde oder auch als Jura-Südfuß-Architektur bezeichnet wurde. Klingt auch nicht besser. 1957 errichteten Vater und Sohn Haller dann ein Einfamilienhaus, an dem vor allem die Rahmenkonstruktion auffiel. Also das Ganze ist in diesen Stahlbetonrahmen quasi eingespannt und das auch einer kompletten Rasterung. Hier noch ein Grundraster von einem Meter unterworfen ist. Und eben schon da ist es so, dass die Möbel, zum Beispiel hier die Ehebetten, genau in das Raster eingepasst sind. Das fand ich etwas bemerkenswert bei einem Wohnhaus. Wir sind ja hier noch nicht beim Büro. Ähnliches bei diesem Gartenpavillon, der also so ein kleines bisschen an eine Mini-Vision von dem Barcelona-Pavillon erinnern könnte. Und das kann man jetzt leider hier überhaupt nicht mehr erkennen. Aber hier ist eben auch in Bleistift ein Meterraster drunter gelegt, an dem sich alles quasi ausrichtet. Nur dieser
Stuhl da, der fällt etwas aus dem Rahmen. Ein weiteres Beispiel für die Rasterung von Wohnungen, von Häusern, Wohnhäusern jetzt erstmal noch und auch der darin aufzustellenden Möbel ist dieser Entwurf für eine Überbauung in Solothurn, mehrere Mehrfamilienhäuser, wo dann sogar schon die Wände nur noch zwischen diesen Stützen aufgestellt und variabel sind. Also das Argument war sozusagen schon damals, 1956, 52 begannen die Planungen, flexible Grundrisse zu haben, um eben zum Beispiel verändernde Familiengrößen oder so da irgendwie berücksichtigen zu können. Ja, und eben das ist eigentlich schon als vielleicht das früheste Beispiel eben mit diesem reinen Stützensystem. Es gibt noch ein bisschen früheres, das ist aber nur ein Studienprojekt, sage ich mal, für Hallers Slogan oder Prinzip, dass ein Neubau ja eigentlich nur ein Sonderfall eines Umbaus von einem Gebäude sei, finde ich. Und das ist dann eigentlich auch später dann prägend für seine ganze Architektur und seine anderen Projekte. Nicht eben nur für, nicht nur für, nicht nur für Wohnbauten entwarf Haller also so ein Rastersystem, sondern auch dieser Entwurf für ein Stadthaus in Olten mit einer Kongresshalle, die auch einen flexiblen Saal haben sollte, lässt offensichtlich so eine Stahl-Glas-Architektur mit klarer Rasterung erkennen, überall die einheitlichen Elemente. Hier sieht man das von der anderen Seite nochmal. Und diese Skizze, die im Original nur 4-5 cm groß ist, lässt aber doch schon erkennen, hier stehen die Möbel genau auf den Rasterpunkten dieses Systems, haben offensichtlich eine tragende Stahlrahmenkonstruktion oder vielleicht noch aus Holz. Und selbst die Stühle und so weiter sind also in dieses Raster eingepasst. Aber das Projekt hat zwar den ersten Preis bekommen, wurde aber nicht ausgeführt. Und ein anderer Entwurf für ein Bürogebäude in einer Versicherung von der Unfallversicherung Winterthur in Solothurn, das also hier in dieser Altstadt eingepasst werden sollte. Das zeigt auch hier einen klar gerasterten Grundriss und in dem dann so schön in Reihe und Glied ausgerichtet die Büromöbel, wie wir sie eigentlich in den Großraumbüros in Amerika oder so vorher schon längst gesehen haben. Auch für sein eigenes Architekturbüro entwarf Haller Möbel. Das ist aus den späten 50ern auch und hier ist dann schon, falscher Knopf, auch wieder erkennbar, das sind hier nur noch Stahlstützen und dazwischen dann dieses gerasterte System eingehängt. Diese Stützen sind auch nur solche Winkel. 1960 lernte Haller über Theodor Fessler, der war damals Professor an der ETH Zürich für Betriebswirtschaftslehre und später Leiter des Spezialgeräteherstellers Mikron-Hessler, gibt es heute noch, dessen Assistenten Paul Scherer Junior kennen. Dieser hatte Ingenieurwesen und Betriebswirtschaft an der ETH studiert und entstammte jener Familie Scherer, welche die seit 1885 in Münsingen bei Bern ansässige Firma USM besaß. USM heißt Ulrich Scherers Söhne Münsingen. Ich weiß nicht, wo das zweite S geblieben ist, aber das ist immer so. USM lieferte damals eigentlich Bau- und Fensterbeschläge, also Spezialanfertigungen für bestimmte Bauten und so weiter. Und dem jungen Paul Scherer war eigentlich recht früh deutlich geworden, wie er sich später äußerte, dass die Entwicklung seiner Firma eine Ausweitung der Produktpalette und der Produktion nötig machen würde. Zu dem Zweck sollte bei Münsingen eine neue Fabrik errichtet werden. Da aber noch nicht abzusehen war, wie und wohin sich die Produktion entwickeln würde, wie groß sie werden würde und so weiter, war eine der Grundbedingungen, auf die er sich schon mit Haller ganz am Anfang geeinigt hatte, dass der Neubau so flexibel und so offen für Änderungen wie irgend möglich sein sollte. Zugleich überlegte man schon damals vielleicht, dass das neu zu entwickelnde Baukastensystem auch als eigenes Produkt dann später vermarktet werden konnte. Hier oben sehen wir die Ansicht der ersten Ausbauvariante, hier neben der Büropavillon, um den es gleich gehen wird, also das ist die Fabrikhalle. Hier dann im Modell nochmal das Gleiche. Und wir sehen dann, dass das ziemlich schnell gewachsen ist, beziehungsweise wachsen sollte. Das ist die Fabrikhalle, die wir eben gesehen haben. Hier dann ein späterer Anbau. Hier die geplante Erweiterung, hier die Erweiterung des Bürosbaus, hier noch eine weitere Halle als Lagerhalle gedacht. Hier im Modell wird das Büro dann durch ein doppelgeschossiges Büro sogar erweitert. Und und heute sieht das Ganze so aus, also der ursprüngliche Bau steckt hier drin, dann wurde es hier erweitert, dann hier.
Nur der Bürobau, der ist inzwischen quasi verwaist, weil das Büro in diese Halle mit eingezogen ist. Aber jetzt geht es eben dann vor allen Dingen um das Büro. Ja, das System, das Halle, das hatte ich jetzt dann die Folien in der falschen Reihenfolge, für die Halle entwickelt hatte, das ist also, besteht aus Stützen und so einer Tragwerks-Fachwerkträgern, die eben Spannweiten von 14,40 Meter haben. Ist nicht ganz unwichtig dann auch für die Möbel. Und die hier an den Seiten quasi vollkommen frei vorzuhängende Fassadenelemente haben, sodass man da also Glas, Metall, Isolierplatten und Sonstiges haben konnte. Und die eben, die Träger waren so stabil gedacht oder entwickelt, dass man da oben auch schwerere Sachen anhängen konnte, also Kräne langlaufen lassen konnte. Ursprünglich nur für eingeschossige Fabrikhallen gedacht, gibt es aber schon im ersten Fremdprojekt dann eine zweigeschossige Halle, aber dazu sage ich nicht extra etwas. So, interessant wird es dann hier mit dem Büropavillon. Für diesen haben sich Haller und Scherer entschlossen, ein eigenes System zu entwickeln, also nicht das Fabriksystem zu benutzen, das halb so hoch und halb so tief und breit wie das große Hallensystem werden sollte. Und das nannten sie dann, das große hieß dann später Maxi, also wurde das kleine Mini genannt. Und diese Elemente sind hier in der Regel 2,40 hoch und 1,20 breit. Also auch wieder Maße, die sich leicht durch 12 teilen lassen, weil als Grundelement wurde sozusagen der Dezimeter angenommen und den kann man dann in 60, 120, 240, 14,40 Meter immer wunderschön in ganzzahligen Verhältnissen unterbringen. Das Minisystem konnte ebenfalls zweigeschossig genutzt werden, wie hier zum Beispiel für ein Möbelhaus und eben war auch in alle Richtungen beliebig jederzeit erweiterbar. Wurde dann unter anderem für Wohnhäuser mehrfach genutzt, also sowohl das von Familie Scherer in Münsingen, gleich bei der Fabrik. Das sieht man sogar hier ein kleines bisschen, das befindet sich hier, als auch für klar, Büropavillons, aber für, selbst für Schranken, Wärterhäuschen und Ähnliches und sogar Bushaltestellen konnte es verwendet werden. Später wurde Maxi hier und Mini, sind jetzt natürlich nicht proportionsgerecht, ergänzt noch durch Midi, das dann eben für mehrgeschossige hochinstallierte Gebäude gedacht war. Also hier sind diese Träger extra so angelegt, dass man Leitungen da durchziehen kann. Und Haller hat sich dann über fast 30 Jahre spät insgesamt dann beschäftigt, ein Computersystem zu entwickeln, das mit dem Zusammenfügen dieser Elemente gleichzeitig sozusagen unter Vorgabe der Räumlichkeiten, die da drin sein sollten, die entsprechenden Leitungsführungen ausrechnete. Hieß Armilla. Ja, und als viertes System aus der USM-Produktion ist dann hier eben das Möbelsystem, zu dem ich nun endlich komme. Zu sehen. Haller und Scherer gingen bei ihren betonten später mehrfach, dass sich bei der Planung des Büros, dass sie sich auf fremde und eigene Studien und Untersuchungen gestützt hätten, aus denen hervorgegangen sei, dass die Arbeit in Großraumbüros, allein weil man nicht von Raum zu Raum gehen musste, um jemanden zu treffen, 20-30% effektiver sei als in den damals in der Schweiz noch weitgehend verbreiteten Kleinraumbüros. Und diese Studien sind zu mir zumindest im Archiv nicht erhalten. Das kann daran liegen, dass der größte Teil aller Unterlagen, die mit USM, mit dem Möbelsystem zu tun haben, infolge eines Urheberrechtsstreits von den USM-Anwälten einkassiert wurde und jetzt in Münsingen liegt. Aber man wird sich das ungefähr so vorstellen können, das ist aus einem anderen Projekt, wo also die Materialflüsse innerhalb einer Fabrik und auch ein bisschen so die Distanzen, die dabei zurückgelegt werden, grafisch dargestellt wurden, um zu analysieren, was eigentlich passiert. Haller und Scherer gingen in ihrem Leben jedoch noch weiter. Sie nahmen an, beziehungsweise setzten voraus, vermutlich aufgrund der Erfahrungen bei USM selbst schon, dass die Aufträge der Firma in der Regel in Form von Projekten bearbeitet werden würden, für die sich die Mitarbeiter immer wieder in neuen Arbeitsgruppen zusammenfinden und begrenzte Zeit zusammenarbeiten müssten. Es ging also nicht einfach nur darum, eine moderne Bürolandschaft zu entwerfen, so mit ein paar Blümchen und so, sondern im Kern stand die Flexibilität der Arbeitsplatzanordnung. Daraus leiteten sie ab, dass die Möbel nicht nur leicht und damit einfach zu verschieben sein sollten, sondern sogar selbst immer wieder, also die Möbel selbst, immer wieder umstrukturiert werden könnten und mussten. Da es auf dem Markt nichts gab, was ihren Vorstellungen entsprach, entwickelten sie diese Möbel dann schließlich selbst. Und zwar experimentierten sie recht lange damit herum. Also zum Beispiel hier sieht man noch eben das Möbelsystem, aber mit Holzkorpussen
Und da man sich aber dann entschloss, oder einsam, man ist ja eine Stahlfirma, Holz ist nicht wirklich flexibel, man muss das Holz von einer Zulieferfirma maßanfertigen lassen, hat man sich dann entschlossen, komplett auf Stahl zu setzen und eben dieses System gestartet. Hier, das kann man in dem Foto jetzt nicht so gut erkennen, aber das ist noch, das sieht zwar schon so kugelförmig aus, hier ist aber noch nicht wirklich eine Kugel, sondern so eine Kugel mit so Anschlussstützen für die Rohre. Also auch daran wurde ziemlich viel rumexperimentiert. Was man hier aber schon schön sehen kann, ist, dass also diese Gestelle offen sind, die Schubladen sich davor, also keine Schubladen, sondern Körbe raus und reinziehen lassen und dass zwischen diese Stangen eben so Platten eingelegt werden konnten, um zum Beispiel Ablageflächen, aber vielleicht auch Trennwände zu haben. Ja, das 65 eingereichte Patent, das zeigt dann, das hat dann endlich diese Kugel, also da haben Haller und Scherer sehr lange dran gearbeitet und zusammen auch mit den erfahrenen Handwerkern der Firma, also die müssen monatelang irgendwie getüftelt und immer wieder neue Sachen ausprobiert haben. Haller hat das auch später immer wieder betont, dass sozusagen die Handwerker, die eben gar nicht als Urheber da genannt werden, einen entscheidenden Anteil daran hat mit ihren Erfahrungen. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie lange es dann gedauert hat, bis sozusagen dieses simple Kugelsystem rauskommt. Denn ganz so simpel ist es nicht, wie man hier sehen kann. Denn man muss ja irgendwie diese Rohre mit den Kugeln nicht nur einfach so festschrauben, sondern auch so anbringen, dass die halten und auf Zug und so weiter belastet werden können. Deswegen ist das so eine Art, wie heißen die? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Fischerdübel, Dübel, genau. Wie ein Dübel sozusagen spreizt sich das Ding auf, wenn man diese Schraube von der anderen Seite dann dreht. Und das hat sich dann eigentlich bis heute nicht mehr verändert. Also das sieht hier jetzt ein bisschen anders aus als hier. Das ist dieser, hier sieht man auch so ein bisschen, dass es so schräg ist. Aber im Prinzip kann man also diese Stangen immer noch an diese Kugel anschrauben von 1965, die von 2010. Kein Problem. Eins zu weit. Nochmal schnell zurück hierzu. Also die Offenheit der Regale. Scherer war also der Überzeugung, dass in einem wirklich flexiblen Büro alle für die gemeinsame Arbeit wichtigen Akten nicht mehr in einem Schrank, in einem Schreibtisch oder in abgeschlossenen Schubladen aufbewahrt werden durften, sondern jederzeit allen zugänglich sein mussten. Der Benutzer sollte nur noch seine persönlichen Utensilien in einem Rollboy, der war vorher im Bild auch schon zu sehen, hier unten, ja, und der hat eben 60 cm Breite und Tiefe, in einem Rollboy, aufbewahren und damit jederzeit an den Arbeitsplatz wechseln können, also der Benutzer sollte dahin wechseln können, an dem er gebraucht wurde. Entsprechend bestehen die Schreibtische von USM von Anfang an nur aus den vier Beinen und der Tischplatte, ohne irgendwelche Regale, Fächer und so weiter, in denen man dann etwas verstecken könnte. Anlässlich einer Ausstellung des Möbelsystems 1971 schrieb ein Rezensent oder eine Rezensentin vermutlich, Frau Monté, vom Benutzer verlangt das Haller-Programm ein Umdenken. Er hat nur noch, also der Benutzer, an seinem Arbeitsplatz, was er gerade braucht. Alles andere verschwindet in den Ablegeelementen, die auch als Raumteiler gebraucht werden können. Die Hierarchie ist nicht mehr äußerlich manifestiert. Der Besucher muss sich nicht mehr an unzähligen, immer größer werdenden Schreibtischen vorbeiquälen, bis er vor dem großen Teakpult in Barockimitation einen Knicks machen darf. Das Chefpult unterscheidet sich in nichts vom Sekretärinnenarbeitsplatz. Demokratisierung im Büro durch das Haller-Programm. Besser, das Haller-Programm eignet sich für demokratische Organisation. Also da steckt sozusagen wirklich schon eine Ideologie dahinter, die auch so verstanden wurde. Die Experimente und Entwicklungen zogen sich halt länger hin, jetzt haben wir das hatten wir schon gesagt. Und kam die Anregung für das Möbelsystem erst aus dem Eigenbedarf und dem zweifellos vorhandenen Wunsch Hallers und Scherers nach einem konsistenten Satz von miteinander kombinierbaren Stahlbausystemen. So finden sich die Möbel spätestens seit 1965 auch in anderen eigenen Bauprojekten, wie zum Beispiel der Sparkasse in Kriegsstätten, wieder, die 65 fertiggestellt wurde. Was Sie rechts unten sehen, ist aber nicht zum Beispiel das Großraumbüro, das man vielleicht im Obergeschoss erwarten würde, sondern das ist die Schalterhalle. Und der Herr da unten rechts, der sitzt eben, wie man hier sehen kann, quasi an einem Schalter. Das ist der Schalter sozusagen in der Bank in Kriegsstätten. Und der Hintergrund ist der, dass Haller die Auftraggeber davon überzeugt hat, dass in dieser kleinen Ortschaft, das ist eigentlich ein Dorf,
ja, die Bankangestellten und die Kunden, die Bauern und so weiter, sich ja alle sehr gut kennen und dass eine Hierarchisierung durch den Schalter eher das Vertrauensverhältnis stört und deswegen eine möglichst einfache 1:1 auf Augenhöhe Begegnung eben auch in der Architektur ausgedrückt werden sollte. Das wurde später ein bisschen verändert, aber 2004 bei den letzten Umbauten wieder rückgängig gemacht. Also im Prinzip kann man da heute noch, es stehen da auch wieder USM-Möbel und auch so ein als Tresen, aber eben nicht so abgegrenzt oder so schaltermäßig, wie man das eigentlich von einer Bank gerade erwartet hätte. Und auch die Zwischenwände des Gebäudes hier, das ist eben alles flexibel, also die können rausgenommen, versetzt werden. Das wurde auch gemacht. Zum Beispiel gab es im Obergeschoss eine Wohnung für den Hauswart. Die wurde dann 2004 aufgehoben. Und da wurden einfach die Wände versetzt und dann waren das eben Büroräume für die Firmenleitung. Eine typische Büroumgebung mit allen von USM damals angebotenen Elementen zeigt dieses Bild aus den 70er Jahren. Was auffällt, ist, der Stuhl fehlt. Da Haller und USM eben keinem Angebot hatten. Und zumeist finden sich in den frühen Büros, die von USM ausgestattet wurden, die Stühle von Charles und Ray Eames. Also wahrscheinlich ging man davon aus, dass die sozusagen so perfekt sind, dass man sie nicht mehr verändern kann und auch nicht in dieses System unbedingt irgendwie einpassen muss. Die müssen ja nicht ans Regal angeklemmt werden oder so. Dass die Möbel neben den eigentlichen Büroarbeitsplätzen auch zum Beispiel für Empfangssituationen genutzt werden, zeigt dieser meines Wissens früheste Entwurf für eine solche Lösung, der eben von Haller ist, und zwar für die Firma Agathon. Hier vorne fehlt so die Ecke und man sieht dann eben auch, dass das tatsächlich genau so auch gebaut wurde. Auch die bereits in anderen Bildern zu sehenden Aufsteller, also für Blumen und Ähnliches, sind keine nebensächlichen Abfallprodukte dieser ganzen Systemsache gewesen, sondern sind von vornherein mitgeplant und eben auch teilweise von Haller selbst entworfen. Ich weiß nicht genau, was er sich 1975 bei diesem Knietspundenregal gedacht hat mit farbigen Glasflächen, aber es ist eine der ganz wenigen farbigen Zeichnungen überhaupt von Haller. Das ist erstaunlich, dass in hunderten von Regalmetern Akten irgendwie die Anzahl der farbigen Skizzen sich an den Händen abzählen lässt. Ja, wie weit man bei der Verwendung des USM-Haller-Systems gehen konnte, mag dann zum Beispiel der Empfangsraum der Schmidt Bank Nürnberg aus den 70er Jahren zeigen. Da wurde es sogar für die Deckenverkleidung verwendet. Ja. Das ist aber noch nicht der Gipfel. Das ist, glaube ich, dies hier links. Also das ist dann, glaube ich, der Albtraum in USM oder so. Oder erzeugt Verfolgungswahn beim Benutzer, könnte man vermuten. Aber worum es mir eher geht, ist eben, hier sind auch die Eames-Stühle wieder, ist, dass man hier zum Beispiel an diesem Werbefoto, was man sonst eben auf den Fotos in der Regel nicht sieht, da sind die schön von vorne aufgenommen, dass diese Regale, Schubladen eben auf Wunsch nach beiden Seiten rausgezogen werden können. Also der eine arbeitet hier, packt da was rein, der andere kann es auf der anderen Seite wieder rausziehen und dann vorbeigehen, entgegennehmen. Ja, vor diesem Hintergrund der omnidirektionalen Verwendbarkeit und Rekombinierbarkeit des ganzen Systems erscheinen dann Varianten wie diese hier eigentlich als Perversion, da sie offensichtlich mit Kugeln arbeiten, die nicht orthogonal gebohrt sind und Plattenelemente erfordern, die sie eben nur in dieser Position verwenden können. Die können sie eben natürlich nicht als Seitenwände einsetzen. Das ist auch sofort wieder vom Markt verschwunden. Das hat ein oder zwei Jahre lang gibt es die Anzeigen und dann war das wieder weg. Also das ist wahrscheinlich für den Möbelsammler heute sozusagen das attraktivste Stück überhaupt, so wie ein Fehldruck aus der Briefmarkenkollektion oder so. Ja, ganz zu Recht konnte USM jedenfalls schon 1972 in der Anzeige behaupten, dieser kleinen Kugel verdanken wir fast alles. Und ich fand es bemerkenswert, dass selbst der Coupon, mit dem man dann Informationen anfordern konnte, kreisförmig hier dargestellt ist. Ja, wie kam es dazu? Also man hatte erst seine eigenen Bauprojekte damit ausgestattet und 1969 kam eine Abordnung des Bankhauses Rothschild. Die wollten ihre Büros in Paris neu gestalten. Nach Münsingen haben sich die Möbel angeguckt und haben gesagt, die möchten wir haben. Und da haben die dann, hat USM beschlossen, okay, wir produzieren die für den Markt, da scheint es einen Markt zu geben. Aber welchen Preis sollte man dafür verlangen? Angeblich hat Paul Scherer dann vorgeschlagen, als Richtmaß den Kilogrammpreis eines anderen hochwertigen, flexiblen, aber dank solider Ingenieurskunst auch einfachen Produkts zu nehmen, und zwar den VW Käfer. Der kostete damals 5.555 D-Mark in der Grundausstattung und dann haben die einfach dasselbe Gewicht von 800 Kilogramm oder so auf ihre Möbel umgerechnet.
Ich habe neulich im Laden gefragt, ob das immer noch gilt, aber konnte mir keiner sagen. Jetzt gibt es halt feste Preise für alle Elemente. Ich vermute mal, dass es auch heute eben nicht der Käfer oder der Golf wäre, sondern eher der Mercedes, der da gewichtsmäßig in den Preisen kommt. Ja. Inzwischen sind die Stahlbausysteme Hallers, Maxi, Midi und Mini praktisch vergessen. Also nur USM selber hat seine Fabrik damit erweitert. Aber als Hersteller des Möbelsystems war USM offensichtlich weltweit erfolgreich. Und die Kugel steht dabei immer noch so markant im Zentrum, dass man zum Beispiel im Geschäft die kleine Kugel als Schlüsselanhänger mitnehmen kann. Aber wohl kaum jemand, der seine Penthouse-Wohnung oder sein Chefbüro, wie anscheinend hier, mit USM ausstattet oder ausstatten darf, ist sich wohl noch bewusst, dass diese wohl einzigartige Vielseitigkeit in der flexiblen Verwendbarkeit bei gleichzeitiger Einfachheit des gesamten Entwurfs dem Ziel diente, die Büroarbeit transparent und flexibel zu machen, eben rekombinierbare Arbeitsgruppen. Nach fast 50 Jahren ist das System immer noch, man könnte sagen immer mehr, eines der Vorzeigeprodukte, die weltweit für Swissness stehen. Und inzwischen kann man es anscheinend sogar direkt als Sitzmöbel benutzen. Ja, und damit bin ich fast am Ende. Wollte nur noch auf eine Kuriosität hinweisen, die also einem wirklich, wenn man das zum ersten Mal im Archiv findet, das erstaunen lässt. Und zwar ist das Ding jetzt eben natürlich weltweit vermarktet, bekannt. Es ist also keine Herausforderung mehr. 1974 war es noch eine. Ja, gut, damit bin ich am Ende. Vielen Dank.